So, ab geht's. Moin Leute, was geht bei euch? Tommy Smith am Start zusammen mit Katja May und wir machen weiter mit Deponia. Chaos auf Deponia. Ja, meinetwegen das. So, wir haben ein bisschen geguckt, ein bisschen gemacht, getan und festgestellt, dass man eine Trophäe bekommen hätte, wenn man alle Schnabeltiere gleichzeitig im Inventar hat. Ich mir denke, was soll der Kack? Eine Trophäe für 25 Items im Inventar, die wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen können, weil wir schon einige verbraucht haben. Jo, das ist ein bisschen ärgerlich, bin ich immer nicht so der Freund von. Genauso wie drücke 100 Mal auf diesen und diesen Knopf, bin ich auch nicht der Fan von. Ja, schade, Marmelade, hab vieles besser gemacht und noch ein paar Sachen doof. So, da ist ein Baum. Mein botanisches Expertenwissen verrät mir, dass das hier eine Baum ist. Pflanze ist. Hey, Finger weg von dem Baum! Okay. War ja kein Finger. Das waren nicht die Finger. Weil ich es mit den Füßen gemacht habe. Siehst du? Hier, Füße. Zack. Ach komm schon, das war lustig. So viel zum Thema gleich Feierabend. Was ist passiert? Und warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an, als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt? Na, muss der Stress sein. Ja, also ganz ehrlich, das ist auch wieder so ein Rätsel. Wir waren doch schon beim Baum und ich habe den auch einmal angeklickt. Aber nicht zweimal anscheinend. Ja. So, und da vorne ist das Ei. Dann können wir das Ei und schon nehmen. Und der Spaten. Oder machen wir jetzt hier Gartenarbeit? Ja, wir müssen ja Gartenarbeit machen mit dem. Aha, da ist noch eins. Tirili, meine Sammlung wächst. Und was muss ich jetzt machen? Das Minispiel lösen? Ich kann es dir echt nicht sagen. Was wollen die denn von mir? Tja, also. Jetzt hau den Lukas oder was? Hey, stehen geblieben. Ach so, ja. Du dahin. Nein, das funktioniert nicht. Der bewegt sich wie der Springer beim Schach. Ach so. Also, eins hier. Eins da. Und eins da. Kann trotzdem noch. Muss den erst in der Ecke kriegen. Nur dann funktioniert das. So, nochmal. Ach. Warte. Nee, nicht dahin. Der setzt den mal eins nach unten. Gut, und dann setzt du einen. Der muss ja eh erstmal in der Ecke. Ich wollte ihn eigentlich nur wieder in die Ecke. Ich glaube, kriegen. Es geht auch so. Genau. Den eins. Nein. Ja. Eins hoch. Hab ich dich. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Gut. So, jetzt haben wir Gartenarbeit. Sehr schön. Jetzt müssen wir den und das Ei. Kübel voll Erde. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Aber und überhaupt lose Erde, wenn ich mehr. Naja, wo wir das Ei herkriegen, bis Meier schon, oder? Bei. Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Bei Doc war das, ne? Jo. Mhm. Ach. Ich
Wenn wir schon mal hier sind, können wir den Fisch auch anmalen. Dann schon eher schwarz, mit so aufgeklebten Flammen vorne an der Seite. Und vielleicht ein Okay, ich dachte wirklich, das würde funktionieren. Schade, Marmelade. Was hier das ist dieser eigentlich ein Ersatzteillager. Ja, ich weiß halt nicht. Man kann hier nur die olle Uhr und die Elektroden angucken. Man kommt nicht ins Ersatzteillager, aber das wurde doch gerade angezeigt. Ja, das ist das hier. Das sind nur die Elektrode und das Ding. Okay, wenn du dir sicher bist. Laut Fiebel brüten Erdschwämme. Jetzt fehlt nur noch das. Laut Fiebel brüten. So weit, so gut. Jetzt muss ich die Erde da hinten hin tun. Wo wir gerade herkamen. Ist die Erde denn schon gefroren? Erdschnabeltiere schlüpft so ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch ab. Willst du mich jetzt gerade verarschen? Ich hab die Kacke doch mit der ollen Truhe benutzt. Vielleicht hat er das nicht gemacht, weil das Ei noch nicht drin war. Nach dem Motto, wenn der Boden schon gefroren ist, kriegst du das Ei nie mehr rein. Na, wer ist denn das? Abububububububu. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Komm, Schnablich. Na holla, so jung und schon so. Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. Komm, Schnablich. Na holla, so jung und schon. Wie kriege ich den jetzt denn raus? Es ist zwar kein Wasser. Ja, super. Komm, Schnapp. Na holla, so jung. Ach. Nein, der Eisblock sitzt zu fest. Ich brauche wohl Werkzeug. Damit sollte ich es. Kalt! Hast du schon versucht, ihn im Eimer einfach rauszuholen? Ach, das ist eingefroren. Okay. Ich frage mich gerade, warum du die Schnellreise nicht nimmst. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. So, das war jetzt das dritte. So, jetzt müssen wir das Wasserschnabeltier auftauen. Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Ich guck noch mal in die Fiebel rein.
Der Zebrafisch. Wo kriegen wir den her? Ach, da können wir was. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier. Frag doch mal den Angler, ob man weiß, wo er es herkriegt. Das ist eine gute Idee. Ach, dumm. Nochmal dumm. Ach, irgendwann lässt der Kopf halt auch nach. So, jetzt gehen wir zu den blöden Dogs, die ich nicht anwählen kann. Oh ja, man, in der Siedlung wohnt oder 24-7 Gras irgendwie. Ah. Bei mir nicht, dafür habe ich überall schreiende Kinder, die im Planschpools rumhampeln. Verschwinde, du verscheuchst die Fische. Aber Kusch! Schau mal her. Verschwinde. Und wenn ich... Erzähl keinen Sinn. Außerdem fehlt dir... Und wenn ich dir beweise, dass ich... Ha! Da wirst du auch... Schön! Und jetzt... Kusch! Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Was zum... Hast du den etwa gefangen? Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Ich bin es liegt an meiner unglaublichen Lässigkeit. Die ist zwar wichtig, aber bei dir nicht vorhanden. Ein richtiger Angler ist so laid back, dass er ohne Klappstuhl nicht aus dem Haus gehen kann. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich locke die Fische mit meinem unerhörten Charisma an. Das ist genauso gelogen wie widerlich. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten. Ich benutze reißfeste Angelschnur aus Raupenseide. Auch Seemannsgarn genannt. Wenn du mir dein Anglergeheimnis... Das nennt man Anglerglück. Niemals. Ich erkenne eine... Wenn du mir da... Ich benutze eine pedalbetriebene Tandemangel. Unsinn. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich benutze einen Spezialköder. Ha! Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen... Moment. Köder sind wichtig. Und irgendwomit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Willst du mich etwa einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Was bekomme ich denn dafür? Naja, ich... kann dir einen Tigerfisch anbieten. Einen schnöden Tigerfisch gegen meinen super Spezialköder? So, hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht. Jawohl. Pff, ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten, Kusch. Die will ich nicht. Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus... Das ist wohl schon die Antwort. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Hey! Bleib stehen, so ein Käse. Ist das dein Ernst? Du kannst nicht mal einen Fisch fangen, der bereits an Land liegt? Ich wollte ihn gar nicht nehmen. Er litt an Epilepsie. Was auch immer. Behalte deinen Köder, bis du wirklich einen Fisch willst. Ansonsten verzieh dich. Hä? Hast du nicht Beruhigungspillen im Inventar?
Die wollte ich doch schon mal in die Köder tun, oder nicht? Er will seine Ruhe. Ja, aber er schmeißt dir ja einen Fisch auf ins Land. Was soll das denn? Was schon? Mein Spitz. Hm, na gut, vielleicht du kannst ja. Ach so. Hab ich ihn. Bravo, Herr Kollege. Und jetzt gib mir den Köder. Hm, ich weiß nicht. Es ist ein ganz schön mickriger Fisch. Und ein ganz schön großer Köder. Aber na gut, wollen wir mal nicht so sein. So, und jetzt zur weißen Farbe, ne? Ja. Jo, da ja kein Tigerfisch ist. Voilà, ein Zebrafisch. Laut Fibel brüten Wasserschnapp. So weit, so gut. Ach, der ist tot. Zu spät, der ist schon tot. Elektroschock. Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Jetzt müsste ich ihn nur noch irgendwie wiederbeleben. Ja, dann Elektroschock. Wir sind ja quasi da. Das lasse ich mir noch alles irgendwie erklären, aber manche Rätsel und Trophäen sind einfach nur so. Ja, toll. Aber natürlich, ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Rufus, was tust du denn da draußen? Hör sofort auf damit! Der Energiefluss sprengt die Skala! Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen! Einen Moment noch! Komm schon, Fischbert! Lebe! Lebe! Alter! vom Löcher! Rufus, verdammt! Ja, doch! Was auch immer das war, es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Kannst du doch auch in die Eistruhe schmeißen, durch, wenn kein Eis drin ist, oder? Halte durch! Zwei Schnabeltiere im selben Gerät finde ich irgendwie komisch. Ja. Ist das Säure oder Wasser? Uah! Säure. Es war gerade eben Eis, also. Hast du es probiert? Ja, er sagt Säure. Geht, tut ihn nicht rein. Okay. Haben wir den Eimer noch? Hm? Was zappelt da denn so? Oh, oh. Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Ja, ich möchte ihn doch da rein tun. Halte durch, Frankenfisch. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Ach. Es hat jetzt mit B und A... Nee. Fischaquarium. Da ist Wasser drin. Da kann man ihn bestimmt reinschmeißen. Ja, Wasser auf den Fisch anwenden, dass er überlebt, das ging. Aber Fisch auf Wasser anwenden ging nicht. Das ist das, was mich gerade so nervt. Hm. Was zappelt da? Jetzt sollte ich... Und nochmal Wasser drauf. Halte durch. Ja, am besten nimmst du jetzt die Abkürzung. Ja, ich möchte ja. Er muss ja noch fünfmal alles kommentieren, was er sagt. Das ist gerade echt mega nervig. Dann auch noch Zeitdruck-Events. Ja, Zeitdruck-Events und dann immer mit derselben Line. Rufus! Was tust du? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten. Jam. Es war ein kurzes,
aber ein erfülltes Leben. Du nichtsnutziger Idiot! Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium! Aber sofort! Komm zu Papa! Und jetzt musst du wieder zum Hafen. Nee, bei die Bar. Das ist am Hafen. Achso. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. So, dann jetzt zurück zum Restaurant. Einen Augenblick bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Was haben Sie denn so im Angebot? Nun, für das Restaurant gilt die Abendkarte. Hier am Takeaway-Schalter servieren wir hauptsächlich Schnabeltier-Burger. Ich hoffe, die sind nicht zu fettig. Ich will ja nicht meinen Astralkörper ruinieren. Oh, da werde ich lieber noch einmal nachfragen. Oh, großer Weiser McBulu! Das Opfer fragt, ob die Burger gut machen. Ravanek Kamscha, Kurur, Bodenhaltung. Unsere Geschäftsführung möchte Ihnen versichern, dass wir für unsere Produkte ausschließlich die besten Zutaten verwenden und die wertvollen Vitamine stammen allesamt aus freilaufenden Salatblättern. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Sie können aus 3 Menüs wählen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl noch verändern. Es steht alles auf dem Plan. Tisch reserviert. Ich hätte gerne einen Tisch für 2 Personen reserviert. Für 2? Einen Moment. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Wie soll ich vorgehen? Ordo nominem, hasur modena, confuginos, lyomon fardamon, obestellung. Oh, na, dann sag ich ihm das so. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Und ob? Die Aussicht, die Altstadt, fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Was fragt er immer? Ich glaube, er hat uns durchschaut. Ihm sind die fehlenden Kinder aufgefallen. Orum Deus Satinas. Murmel, Schnurmel, schnappel die aus. Also manchmal machst du mir richtig Angst, oh Herr der Finsternis. Da bin ich wieder. Kann ich noch etwas für Sie tun? Für mich erstmal gar nichts. Aber du musst doch einen Tisch reservieren können, weil ich. Ja, ich muss zum Dad. Und der muss mir sagen, ich bin Stammkunde. Aber hat er doch schon. Er wollte sich einfach nicht auf. Er hat dir ja gesagt, wenn es kein Schnabeltierfleisch mehr auf der Karte gibt, kannst du unter seinem Namen einen Tisch reservieren. Ja, aber jetzt muss ich ihm erstmal sagen, dass das nicht mehr. Ein guter Service. Ja, doch, der Stammtisch ist ja von ihm. Willkommen! Ach so, das. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Ja, super, dieser Übergang. Nein, du bist ein
Schritt zu links gegangen. Supi. 90% aller Bildübergänge sind viel zu aktivieren sich viel zu früh, aber Hauptsache die 10, die es nicht tun, die sind komplett Grütze. Hey Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ich habe es geschafft. Die Speisekarte im Chez Schlumpi ist schnabeltierfrei. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Musstest wohl erst einmal Schnabeltiereier suchen, was? Ja, genau. Allein die Vorstellung ist zum Totlachen. Wenn ich dann jetzt bitte den Tisch reservieren dürfte. Nein. Nein? Zu einem Date gehört mehr als ein gutes Essen und ein schöner Ausblick, Rufus. Nein? Wie in Nein, meine Suppe esse ich nicht? Du musst die Lady auch mit deinen Manieren beeindrucken. Immerhin reden wir hier von einer Elysianerin, richtig? Ich habe eine Brandblase, zwei Frostbeulen und mehrere Schnabeltierbisse. Und du sagst nein. Wie wäre es mit einem Gedicht? Links die Blase, rechts die Beulen. Noch nicht fertig, muss gleich heulen. Nicht für mich, für die Lady. Irgendwie bezweifle ich, dass ihr das Gedicht gefallen würde. Ich sehe es bereits vor mir. Der Sonnenuntergang glitzert magisch im Champagner und wirft Reflexe in ihr güldendes Haar. Es ist mehr so orange. Schlumpi serviert das Dessert und dann rezitiere ich das Gedicht. Du meinst, ich rezitiere das Gedicht? Ja, natürlich, du. Also, bist du geübt in den lyrischen Künsten? Natürlich. Ich habe zwar meine Hupe nicht dabei, aber das passt schon. Kein Grund zur Sorge. Ich bin ein Meister der Poesie. Ich muss mir nur noch ein paar Gedichtbände durchlesen, bis ich die passenden Verse gefunden habe. Ach nö, das dauert doch ewig. Geduld ist die wichtigste Fähigkeit des Romantikers, Rufus. Kein Gedicht, keinen Tisch. Verstanden? Pff. Von wegen. Ich habe lange genug auf diesen senilen Esel gehört. Die Sache mit dem Gedicht löse ich auf Rufus-Art. A la Rufuse. Mit einem weiteren brillanten Manöver. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Ich würde erstmal den Dichter fragen oder so. Ich wette, ich schaffe das auch ohne deine Hilfe. Das hast du damals beim... Du hast 3 Tage gebraucht, um den Heimweg zu finden. Und 2 weitere Jahre, um die Wettschulden bei mir abzustottern. Nicht weglaufen. Vergiss den der zieht nicht. Also zum Dichter, sagst du? Ja, wer... möglich, ich meine, wenn man schon einen Dichter da hat. Klopf, klopf. Du schon wieder? Du kennst dich doch mit Poesie aus, oder? Ich wäre ein schlechter Dichter, wenn es nicht so wäre. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Sag jetzt nicht, dass du meine Hilfe bei einem Gedicht brauchst. Ich brauche deine Hilfe bei einem Gedicht. Nein. Aber es ist für eine Frau und Das Wichtigste ist, dass es von dir kommt. Es ist nicht auch wichtig, dass es sich da so reimt am Ende? Nicht unbedingt. Und Metrik? Was ist mit Metrik? Hauptsache, es kommt von Herzen. Versuch's mal. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Ist doch gut. Es reimt sich. Die Botschaft ist klar, die Metaphern gut ausgesucht. Und es kommen sogar ein paar romantische Schlüsselworte drin vor. Bravo. Ich glaube, du bist bereit. Was? Aber nein. Schnapp sie dir, Tiger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. Was nun? Ich habe die Trophäe super lässig bekommen. Okay, cool. Was macht das? Das ist diese ist eine von den Tierdingern. Glaube ich. Also eine, die mit den Tieren zu tun. Hatte der Schnabeltier-Heini nicht gesagt, er schreibt Gedichte über Schnabeltiere? Kann sein, weiß ich nicht mehr.
Ja, hat er gesagt. Vielleicht hilft er uns ja. Wäre möglich. Wir sind ja im Club. Willkommen nochmal. Also, wenn du mal Zeit hast, musst du mir unbedingt mal was von deiner Dichtkunst vortragen. Na, dann schnall dich mal an. Hier kommt jetzt der Klassiker. Ich bin hier. Du bist hier. Schnabeltier. Wow, ich fühle mich auf einmal so... Erleuchtet? Rein? Bewegt? Dank. Okay, den kannst du halt auch vergessen. Okay. Dann probieren wir es vielleicht doch einfach einmal aus. Was kannst du mir noch alles über Schnabeltiere erzählen? Eine Menge, aber das würde den... Und das will niemand. Schlag es doch am besten in der... Was sind das für Grußkarten? Das ist Poesie. Schnabeltier-Poesie. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Die Grußkarten. Dein Anblick ist mir ein Pläsier, dein Atem riecht nach Schnabeltier. Willst keine Bissspuren, du im Zwieback? Nimm kein Schnabeltier zum Biwak. Und der Schnabel platt das Schwänzchen, hättest du Lust auf ein Tänzchen? Dein Anblick ist mir ein Gut, damit sind wir durch. Also wollen wir jetzt dem Dad eins vortragen, oder? Ja, dem oder dem... Der Dichter wollte uns nur loswerden. Ja, dann dem Dad wohl. Hey, Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein Al- Ich weiß, na, mach dich zu spät. Aber er hat die Schnabeltier-Dinger mit aufgefasst. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Lass das mal lieber Papa machen. Jetzt will ich mir alle durchklicken. Schlimmpunzel, Schlimmpunzel, Ringel, Rangel, Runzel. Lass das okay, mal lieber Papa crap. Ein Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten. Das Ende vom Ganzen verrate ich nicht, weil wegen ist so. Lass das mal schon lieber fast Papa gut. Machen. Bis zum Schluss. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Lass das mal lieber Papa machen. Ich wette, das hast du, und zwei... Okay, dann vielleicht doch dem Dichter vortragen? Nicht weg, du gehst, er zieht. Vielleicht hat er ja noch ein paar Tipps dazu. Ich würde mich nicht mehr an den Dichter halten. Der wirkte jetzt nicht so, als würde er uns noch irgendwie helfen wollen. Oh, wer soll sonst was von Gedichten hier verstehen? Damit beeindrucken wir Goal nicht. So kriegen wir nicht mal einen Tisch anscheinend. Du schon? Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Brauchst du nicht. In jedem Versuch. Schlimmpring. Ist doch. Es ist euch. Und es hat. Bravo. Was? Schnapp sie dir. Okay. Ja, der will uns nur loswerden. Ich klicke da jetzt nicht nochmal alles durch. Wir haben ja immerhin das Schnabeltier-Ding von dem Dödel bekommen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich alle Leute mal fragen nach sowas. Freunde? So komme ich aber schnell runter. Jetzt bin ich doch glatt wieder ohnmächtig geworden. Ich habe nicht mal mehr seine... Frag mal hier Bozo, der weiß das doch.
Oh je, glaubst du etwa? Du hast es einfach nicht drauf. Ich konnte nichts dafür. Das war dieser Gondoliero. Sein Gedudel hat die ganze romantische Stimmung kaputt gemacht. Hoffentlich taucht er nicht noch einmal auf. Sollen ihn die Schrottkrabben holen? Genau. Was für Dinger? Na, Schrottkrabben. Das sind diese Parasiten, die sich im Treibgut einnisten. Die Biester sind eine richtige Plage. Man sagt, sie seien an Bord irgendwelcher Transportkisten auf den schwimmenden Schwarzmarkt gelangt. Ach so, du meinst Schrottkrabben. Vergiss die Viecher. Wer braucht schon eine Parasitenplage, wenn er Rufus hat? Kümmer du dich mal um deine Bambina. Um diesen Gondoliere kümmere ich mich. Meinst du wirklich, dass sich dieser ganze Aufwand lohnt? Eigentlich habe ich kein Problem. Also wir müssen den Gondoliero aufhalten. Frage ist wie. Keine Ahnung. Das haben wir noch alles im Inventar. Ein nee, Text von diesem komischen Typen. Das Einzige, was mir einfallen würde, wäre sein Dings schon wieder kaputt machen und dann direkt hier rüberlaufen. Aber das reicht wahrscheinlich nicht. Was ist denn mit dem blöden Seil, das da die ganze Zeit rumliegt? Das ist nicht anklickbar. So was Doofes. Huhu. Prego? Du bist doch so eine Art Experte für Romantik, oder? Oh, amore, sì, sì. Was willst du wissen? Ich kenne da diese sportliche, temperamentvolle Frau. Du musst nichts reden weiter. Du bist verliebt in eine kleine Signora con Temperamente. Dann musst du ihr zeigen, dass du bist eine Spavaldo, eine Draufgänger. Du musst sein wie die Stacheln von Insetto. Du musst sie... Anstacheln? Sie. Ich kenne da diese schüchterne, leicht naive Frau. Du musst nichts reden weiter. Du bist verliebt in eine kleine Bambina timida. Dann musst du machen sie impressionare. Bambinas timidas suchen Aventuras con uomos criminale. Du meinst, sie steht auf Schurken? Ich kenne da diese elegante, hochklassige Frau. Allererster Stall. Du musst nichts reden weiter. Du bist verliebt in eine Donna Aristocratica. Dann musst du sein Cavaliere Romantico. Musst du machen uno appuntamento. Eine romantische Das Art. Wissen wir schon. Musst du fahren mit ihr in die Gondola Romantica. Con canzone mio. La la la. La la lu. Stopp, stopp. Ich finde was anderes. Idioto. Gut, jetzt haben ich wir Ich brauche keine Tipps. Tipps. Tada. Du mich auch. Kannst du mal was anderes spielen oder die Fresse halten? Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, komm, mas fortunamente, aber leider, leider. Ich habe nur uno sin, nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Arrivederci. Was sind denn? Ach, nichts. Das Paarungslied der Schrott. Die Schrottlawinen-Tarantella. Es ist schwer zu glauben, aber er singt wirklich nach Noten. Es ist schwer zu glauben, aber er singt... Diese südländischen Modelle. Ständig geht irgendwas kaputt. Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Ancora? Stupido! Stupido! Komm zu Idiota! Kriegen wir das jetzt irgendwie kaputt gemacht? Ach ja. Die Gondel mit was kombinieren? Es macht irgendwie überhaupt keinen Spaß, wenn sich niemand drüber aufregt. Es macht irgendwie...
Ja, dann ist auch, also jetzt habe ich gerade einen maximalen Hänger. Wir brauchen Gedicht, um ins mit der romantischen Golda Dinge zu tun. Wir müssen hier diese geprüften Finger haben, um zu den anderen Dödeln dazu kommen. Und brauchen noch den Gondoliero, aber der ist ja immer wieder unterwegs und nervt die beiden. Mhm. Ach, ich habe eine Idee. Er holt sich doch immer ein neues Airbag. Ja. Yep. Ach, das ist Dorf, nicht Dogs Werkstatt. So, Karte, wir müssen zu Dogs Werkstatt. Da holt er sich immer was neu. Und das machen wir kaputt. Ich habe keine Ahnung, wozu Airbags überhaupt gut sind. Die gehen doch immer als erstes kaputt. Ich habe keine Ahnung. Die gehen doch. Ja, dann, ja, weiß ich halt auch. Ich habe keine. Die gehen doch. Hier holt er sich ja das offensichtlich weg. Gehe ich auch von aus. Ich habe keine. Die gehen doch. Die Gurke der Erkenntnis. Hey! Ich glaube, ich habe tatsächlich gerade eine Eingebung. Man sollte niemals einem Blinden blind vertrauen. Sonst dreht er einem den übelsten Mist an. Tja, dann weiß ich auch nichts. Weil wir müssen ja den Gondoliero aufhalten, damit wir irgendwie bei Goal überhaupt weiterkommen. Hat sich denn, als du das Gedicht von der Karte abgelesen hast, haben wir dann auch nochmal versucht, mit dem Typen zu reden? Vielleicht hat er ja noch was dazuzufügen. Also der Postkartentyp. Ne, der hat ja nur sein eines da vorgetragen. Mehr hatte er ja nicht und dann hatte ich auch keine Auswahlmöglichkeit mehr. Okay. Dann fällt mir nur noch ein, dass wir irgendeinen anderen Text bei dem Dichter vortragen müssen. Mir fällt mir nämlich auch nicht ein. Können ja auch nochmal irgendwie in die dunkle Gasse gehen, aber kommen da halt nicht hinter so langsam. Dunkle Gasse. Ich glaube, wir kommen erst in die dunkle Gasse, wenn wir dem Widerstand angehören. Weil wo soll das sonst rumsitzen, der Widerstand? Es scheint sich um eine Schuppen. Es scheint sich um eine Gold. Ich schmeiße nie etwas weg, bevor ich nicht. Das ist mein kleiner Beitrag um diesen. Ich schmeiße ihn. Das ist mein. Das ist nicht das Gas. Verdammt. Damit sollte ich da. Na nü. Ja, keine Ahnung. Also beim Dad kommen wir nicht weiter. Wir haben jetzt nur Rätsel und ich komme überhaupt nicht mehr klar. Ich weiß nicht, soll ich was kaputt machen? Wie gesagt, ich würde wirklich nochmal den Dichter fragen. Mit dem, was der vorgetragen hat. Oder mit dem, was ansatzweise das war, was der vorgetragen hat. Klopf, klopf. Du schon? Du bist echt ein. Aber. Bist doch das selbst. Ich brauch. Brauchst du in je. Versuch. Ich bin. Nochmal bitte. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist ja grauenvoll. Das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Ich wollte es ja nicht zugeben, aber du brauchst wirklich meine Hilfe. Bekomme ich jetzt Unterricht oder so? Um Himmels Willen, nein! Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Dir kann nur noch der älteste Trick der Dichtkunst helfen. Drogen? Ghost Writing. Ah, meinte ich ja. Hier, nimm diese Wanze. Was soll ich damit? Du sollst sie dir ins Ohr stecken. Aber sie zappelt noch. Stell dich nicht so an. Steck sie dir ins Ohr, dann kann ich dir während deines Dates die richtigen Worte soufflieren.
Cool. Wie beim Geheimdienst. Jetzt haben wir eine Wanze im Ohr. Jo. Widerlich. Jetzt müssen wir das wohl noch dem Dad verraten. Hey, Dad. Och, was ist denn? Siehst du? Ich weiß jetzt. Na, mach dich nicht zu spät. Vielleicht bin ich nicht so gut mit schmalzigen Worten. Dafür habe ich aber das hier. Ohrenschmalz? Einen Souffleur. Der Dichter wird mir die richtigen Worte einflüstern. Dieser arme Schlucker, der unter mir wohnt? Was soll der dir denn schon groß einflüstern? Müssen Sie wirklich nach Mitternacht Klavier spielen? Kommt mir nicht so romantisch vor. Ja, aber ist ja auch egal. Ich habe das richtige Gedicht gefunden. Ich mache es auf meine Weise. Oh, der Junge will auf beinahe eigenen Beinen stehen. Na, was soll's. Warum eigentlich nicht? Ich werde den Tisch reservieren. Und du nimmst das hier. Was ist das? Das ist die Einladung an Gol. Nach allen Regeln der Etikette. Wenn sie das liest, wird sie garantiert zu unserem Date auftauchen. Du meinst zu meinem Date? Genau. Aber vorher gebe ich dir noch ein paar weitere Tipps. Vom Vater zu Sohn. Irgendwie war das rührend. Er hat mir sogar einen Anzug geliehen. Am Ende ist er doch kein so schlechter Kerl. Ja, aber Zeit ist rum. Okay. Dann müssen wir leider für diese Folge auch Schluss machen und beim nächsten Mal haben wir dann hoffentlich ein romantisches Date. Date. Und dann haben wir bestimmt geprüfte Hände und ich weiß auch nicht. Dann müssen wir dem Gondoliero noch irgendwie vor Schienbein treten, dass der nicht mehr durch die Gegend rennt und Leute besenkt. Klingt gut. Ich weiß es nicht, ich komme mit dem gerade nicht klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und tschüss.